Nationalspieler Nico Schulz wechselt offenbar von der TSG Hoffenheim zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger erhält bei den Schwarz-Gelben angeblich einen 4-Jahres-Vertrag und soll 25 Millionen Euro Ablöse kosten. Dies berichtet die Bild. Bildergalerie Transfermarkt. Transfers der Bundesliga 84 Bilder. Eine Bestätigung von Seiten der Westfalen gab es am Dienstag nicht. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Transfergerüchten, betonte Mediendirektor Sascha Fliege auf SID-Anfrage. Schulz besitzt offensichtlich eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt mit den Kraichgauern und kann für 25 Millionen Euro vorzeitig wechseln. Sein Vertrag bei der TSG hat noch eine Laufzeit bis 2021. Ich würde gerne einmal zu einem Top-Club gehen. Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis, hatte Schulz Anfang des Monats dem Kicker gesagt. Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Rafinha weint, Robben will starten, Fußball, Champions League, Kill ohne Man City. Das steckt dahinter. Fußball, 2. Liga. Hoffmann greift beim HSV durch. Fußball, Bundesliga. Hat Kovac noch eine Bayern-Zukunft? Fußball, Champions League, Klo-Finale, Kabinenbonus für Klopp. In der Auswahl des Deutschen Fußballbundes, DFB, hatte sich Schulz zuletzt mit überzeugenden Vorstellungen einen Stammplatz erkämpft. Es gibt einige Top-Clubs, Dortmund zählt auf jeden Fall dazu, hatte Schulz im Kicker ergänzt. Let's block it's, why?